Sechs Kreise sind an den sechs Ecken eines regelmäßigen Sechsecks zentriert. Ihre Radien sind gleich zu der Seite dieses Sechsecks. Frage: Wie viele Punkte der Ebene gehören mindestens zu zwei dieser Kreise? Um ein regelmäßiges Sechseck mit Zirkel zu konstruieren, startet man von einem Kreis mit beliebigen Radius, dann setzt man an einem Punkt des Kreises die Zirkelspitze an und nimmt als Öffnung diesen Radius. So konstruieren wir diesen blauen Kreis, der diesen grünen Kreis an diesem grünen Punkt schneidet. Jetzt setzen wir die Zirkelspitze an diesem Punkt an, nehmen wieder als Öffnung den angegebenen Radius und konstruieren so den zweiten blauen Kreis und so erhalten wir diesen grünen Schnittpunkt. Das machen wir so weiter, bis wir letztendlich diese sechs Kreise konstruiert haben. Und jetzt verbinden wir einfach diese sechs grünen Punkte und so konstruiert man ein regelmäßiges Sechseck mit Zirkel. In GeoGebra geht das viel schneller. Dieses Sechseck brauchen wir jetzt nicht mehr, also blenden wir es aus. Den anfangs grünen Kreis brauchen wir auch nicht mehr, also blenden wir auch den aus. Und jetzt schauen wir, wie viele Punkte der Ebene zu mindestens zwei dieser Kreise gehören. Dieses Zentrum der Zeichnung, dieser Punkt gehört zu allen sechs Kreisen, also ist das ein Punkt, der in Frage kommt. Ich habe ihn hier sehr dick gezeichnet, damit man ihn deutlich sehen kann. Diese grünen Punkte, das sind auch Punkte, die in Frage kommen, weil sie jeweils zu zwei dieser Kreise gehören. Also machen wir diese sechs grünen Punkte ebenfalls in Rot. Und dann haben wir hier noch Schnittpunkte, die zu jeweils zwei Kreisen gehören. Also machen wir auch diese sechs Punkte in Rot. Somit haben wir also einen plus sechs plus nochmal sechs, das macht 13 Punkte. Also ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.